Reifenübung hatte sie den 5. Platz belegt. Noch hält die Weltmeisterin Alexandra Timoschenko das 6 Meter lange Band zusammen und dann kommt es bei Spiralen und Kreisen nach Michael Jacksons Dirty Diana in Bewegung. 18 Jahre ist sie inzwischen. Wichtig bei all diesen Kreisen und Spiralen ist natürlich, dass das Band sich nicht in einem Knoten verfängt. Es muss ständig in Bewegung sein, jeder Hänger und auch jede Berührung mit dem Körper ergeben ein Zehntel Abzug. So perfekt in der Ausführung der Elemente ist zurzeit niemand. Seil und Reifen hatte Alexandra Timoschenko schon gewonnen. Mehrkampf auch, das hatte ich schon gesagt. Aber wie schon beim Ball musste sie auch hier ihrer Landsmännin Oksana Skaldina den Vortritt lassen. Hier fehlten 5 Hundertstel. Ja, mit diesen hohen Ständen, Balanceakten, da brilliert sie vor allen Dingen. Kein Wunder, sie hat ja auch die längsten Beine. Nach diesen 2 Rollen zum Abschluss hat sie das Band eingepackt. In Karlsruhe war sie mit 3 Siegen die erfolgreichste.